ist die falsche Grenzform, in der sich Politik, Gewerkschaft, Kirchen, Hochschulen solidarisieren. Als Weise wird sie damit unseren Steuergeldern vergewirrt. Ich habe diesen Aufruf am 20. Januar gelesen. Am 21. Januar habe ich mich zur Antifa angezeigt. Seitdem habe ich in der Staatsschutz den § 126 Strafgesetzbuch Störung des öffentlichen Friedens und Androhung von Straftaten und Aufruf zum Mord. Dieser Aufruf der Antifa hat Michael Mannheim im Blog ins Internet gestellt. Ich weiß nicht, wer er ist, aber ich danke ihm auch, dass er mich informiert hat. Und wünsche mir, dass Patrioten meinem Beispiel folgen und die Antifa ebenfalls anzeigen. Solche Veranstaltungen gehört das Handwerk gelebt und jede Unterstützung. Noch ein Wort zum Verein in Nürnberg. In APL gesendet im Nachtprogramm im Dienst nach Frühstücksfernsehen habe ich gesagt, es ist zu schämen, dass es unsere Heimat, unsere Polizei, die eigenen Bürger nicht schützen kann. Da behalten alle linken Politiker von CDU bis SED, einschließlich Kanzlerin und Bundespräsident, in Deutschland wäre es keinen Islamisierung. Bei der ersten Terrordrohung streckt unser Staat die Waffen. Der besitzt in Deutschland das Kraftmonopol. Oder die in der städtischen Schutzverbot der Zerstörung der Pegida-Bewegung. Seit Dienstag wird der Hauptstadt Meinungs- und Demonstrationsfreiheit gelöscht. Noch ein zweites Wort, und vielen Dank an unsere Polizei. Unsere Kundgebungen und Spaziergänge bedürfen einer Polizei. Wir sind gewaltfrei. Zum Wohle des deutschen Volkes.
Rundfunk an Steinmeiers Rede. Die Vergliederbewegung scheidet den einzigen Neustart zu der Welt. Nein, Herr Steinmeier, die verlogene Berichterstattung über uns schadet dem deutschen Ansehen. Verantwortung. Ja,
Du hast aber gerade die Karte gekriegt von mir. Wir müssen das wieder selbst in die Hand nehmen.